Ich werde dir nun zeigen, wie einfach es ist, Google Analytics mit deiner Webseite zu verbinden. Und was wir als erstes dafür benötigen, ist ein Google Analytics Account, welchen wir kostenlos in Google erstellen können. Dafür gibst du einfach in einem neuen Suchfeld bei Google Analytics ein und klickst dann hier gleich auf das erste Suchergebnis. Und hier kannst du dich dann für einen Google Analytics Account registrieren. So, bei Kontoname solltest du einen Überbegriff wählen, der für mehrere Webseiten gilt. Ich gebe jetzt hier einfach meinen Firmennamen ein, du kannst auch deinen eigenen Namen eingeben. Und bei Webseitenname gibst du natürlich den Namen deiner Webseite ein, welches bei mir hier auch der Firmenname ist. So, hier, das erklärt sich von selbst, hier gibst du die Website-URL ein. Hier kannst du auch noch eine Branche wählen und eine Zeitzone für Berichte. Das ist relativ wichtig, da gebe ich mal Deutschland ein. So. Den Rest kannst du so lassen und dann klickst du auf Tracking ID abrufen. Hier musst du noch die Datenschutzbedingungen akzeptieren. Klicke auf Ich stimme zu. Nun haben wir deine Property eingerichtet und dein Tracking Code ist hier. Wir lassen diesen Tab erstmal offen und gehen wieder zurück in das WordPress Dashboard. So, im Dashboard gehen wir jetzt auf Plugins und dann auf Installieren und geben jetzt hier Google Analytics im Suchfenster ein. Und dann können wir uns hier aus den Suchergebnissen ein Plugin aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress bei Monster Insights und dann klickst du auf Installieren. Und danach auf Aktivieren. Jetzt gibt es hier von Monster Insights einen Einrichtungsassistenten, der dich durch den Prozess führt. Das ist ganz praktisch, da kannst du hier wählen. Handelt es sich um eine Business-Webseite, um einen Blog oder um einen E-Commerce-Store? Wir wählen Blog und dann gehen wir auf Save und Continue. Hier kannst du nun Google Analytics mit WordPress verbinden, indem du hier auf den Button klickst. Dann wählst du noch deinen Google-Account aus, auf dem du eben Google Analytics installiert hast, und klickst auf Zulassen. Und dann klickst du auf Complete Connection. Hier sind noch die empfohlenen Einstellungen von Monster Insights, die kannst du auch alle so lassen. Und dann klickst du auf Save and Continue. Hier werden dir noch weitere Add-ons angeboten, die alle kostenpflichtig sind. Die brauchst du nicht, du klickst einfach auf Save and Continue. Hier wird dir das Plugin WordPress Forms angeboten, welches du auch nicht benötigst. Klick einfach auf Skip this step und dann auf Finish Setup and Exit Wizard. So, nun ist deine WordPress-Seite mit Google Analytics verbunden. Wir wollen jetzt hier noch eine kleine Einstellung vornehmen und zwar klickst du einmal auf Engagement und dann wählst du hier Anonymize IP Addresses und klickst auf Save Changes. An dieser Stelle noch eine kleine Warnung. Ich möchte dir keine Angst machen, aber es herrschen mittlerweile in der EU sehr strikte Datenschutzbestimmungen und wenn du so Dienste wie Google Analytics nutzt, dann musst du auf jeden Fall einiges beachten und eventuell ein paar Maßnahmen ergreifen. Google das einfach mal, es wäre jetzt zu komplex, um auf dieses Thema in diesem Video hier einzugehen, aber wenn du zum Beispiel die Seite datenschutzbeauftragter-info.de besuchst, dann findest du alle Informationen, die du brauchst. Bist du bereit für das Bloggen? Möchtest du von Anfang an alles richtig machen? Wenn ja, warum probierst du dann nicht meine kostenlose 30-Tage-Blog-Challenge aus, wo ich dir jeden Tag eine kleine Aufgabe gebe und du bis Ende des Monats eine solide Grundlage für deine Blogger-Karriere schaffen wirst? Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich.